So, da wären wir wieder. Und wie ihr sehen könnt, ich habe fleißig alles eingesammelt oben in unserer Rumpelkammer. Also auch wirklich fast alles, was da war, was irgendeinen Wert hatte oder haben könnte. Wie die Laute zum Beispiel oder die Kräuter und dergleichen. Aber das Wichtigste werden sein die Edelsteine, denke ich. Also sortieren wir noch ein wenig um. Was war das da eigentlich? Ein roter Stein. Das ist kein Rubin. Du bist ganz schön kaputt. Du wirst nichts wert sein. Oh, nicht aus Versehen den Ex-Menschen bewerfen. Das könnt ihr falsch verstehen. So, also unser nächstes Angebot wird sein 77 Goldmünzen, eine goldene Krone, ein Rubin und ein magischer Zepter. Ja, das alles für so einen komischen, wuseligen Menschen, den ihr eigentlich gar nicht so sehr verachtet, sonst würdet ihr ihn nicht Sachen schreiben lassen und mit ihm reden und was weiß ich. Ihr seid bloß gierig. Sprich. Also. 77. Und Krone. Und Zepter. Und Edelstein. Bitteschön. Okay, Schritt für Schritt. Tossa. Tossa heißt du. Klick heißt nein. Sela heißt Geschenk. Du nicht Geschenk. Osli. Osli habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich glaube, es war nicht genug oder viel. Du nicht genug Geschenk. Ich nicht helfen Urgo. Okay. Das heißt, wir können gar nicht mehr lesen, was er von uns will, weil er jetzt immer nur sagt, es ist nicht genug. Genau. Du handeln Hunger. Ich war nicht in der Lage, welche zu finden. Ich glaube, es sind echt Fische. Es wäre jetzt ein wenig albern, aber ich denke, es sind echt Fische. Alles weg. IMN war das, glaube ich. Ist kein Spruch, okay. Alt-Tab, PDF auf, so. I. Was war das falsche M? IMN. Flup, 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 flup. Alles das falsche Essen. Und kein Mana mehr. Okay, dann essen wir das falsche Essen einfach auf und schlafen so lange. Yum, 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 yum. Yum, yum. Will er nicht mehr, okay. Licht aus, schlafen. So, wir werden deine Gefängniszellen mit Essen voll spammen. Licht, Mais, Hühnchenkeule, Käse, Fisch. Fisch ist gut. Licht aus, schlafen. Licht an. Fisch. Schlafen. Wir brauchen mehr Mana. Aber ja, wir brauchen eigentlich mehr alles. Wir brauchen mehr Mana, wir brauchen mehr Sprungkraft, wir brauchen mehr Verteidigung, wir brauchen mehr Angriffskraft, wir brauchen mehr Schwertkampf, mehr Keulenkampf, mehr. Da könnte ein Fisch bei gewesen sein. Da ist ein Fisch. Okay, drei Fische. Dich essen wir. Dich heben wir auf. Dich heben wir auf. Dich heben wir auf. Licht. Handeln. Fisch. 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 Hier. Nein. Komischer Rubin. Nein, okay. Vier Fische. Aufheben. Fisch 1. Fisch 2. Fisch 3. Liegt hier irgendwo zufällig noch ein Fisch rum? Und ich komme auf Fische einmal, weil es Echsenmenschen sind. Was nicht so naheliegend ist, aber ich denke schon, dass die Fische essen. Und weil wir eine Angel gefunden haben.
Das heißt, selbst wenn wir einen Charakter spielen würden, der gar nicht Magie benutzt. Was es, glaube ich, gar nicht gibt, da jeder Charakter Magie benutzen dürfte. Aber ja, selbst wenn wir keine Magie einsetzen, hätten wir so eine Möglichkeit, diese Ressourcen zu bekommen. Und zwar endlos viel. Das heißt, selbst wenn wir alle Fische aufgegessen hätten, die es im Spiel geben würde, könnten wir die Quest noch beenden, weil wir halt die Angel haben. Aber ja, jetzt müssen wir wieder Licht aus. Das. Oh, und er meckert. Irgendjemand darf nicht zugelassen werden, dass er etwas vollendet. Denn er würde ein riesiges, destruktives Böses auf die Welt runterlassen. Stoppe ihn. Ich kann dir mit der Aufgabe helfen. Scharfer Verstand und die Tugenden werden dir helfen. Ja, ein scharfer Verstand, hm? Fisch beschwören. Und schlafen. Mehr essen. Mehr essen beschwören. Kein Platz. Maiskolben. Nee, du, ich will keine Maiskolben. Und ich glaube irgendwie nicht, dass es wirklich sehr tugendhaft ist, wenn wir Tonnen von Essen in einem Raum vergammeln lassen, aber das tut man nicht alles für eine Quest. Wir wollen auch einen Unschuldigen befreien, also passt das schon irgendwie. Komm schon, gib mir einfach nur einen Fisch. Ich glaube, wir sollten langsam ein bisschen was davon aufessen, sonst können wir gleich nicht mehr schlafen. Ja. Nein, nicht den Fisch. So. Oh, wir haben ganz schön Hunger. Okay, wir haben so fast eine Woche hier geschlafen, denke ich. Wenn nicht länger. Der arme Typ, der draußen vor dem Tor steht. Er hat gesagt, er geht erst weg, wenn er die Stimme von der Frau hört. Wir sind jetzt schon wie lange hier drin? Monate? Okay, Monate vielleicht nicht, aber ein Monat könnte hinkommen. Und wie viel zur Hölle kann er essen? Also, schlafen. Ich hoffe, du kommst zurecht. Die gemeinsamen Kräfte von allen werden benötigt, um weiter voranzuschreiten. Vielleicht. Schlafen. So. Ein nicht vollgemüllten Platz suchen. Essen. Das ist kein Fisch. Da ist Fisch. Endlich. So. 4 Stück Fisch. Du kannst gegessen werden. Jetzt können wir alle 4 Slots voll machen. Und ich hoffe mal, das ist genau das, was er braucht. Da. Und da. Bitteschön. Hier ist noch mehr. Okay, es war kein Fisch. Gold. 2 davon. Du. Warum sind das nur 19 Gold? Wo ist der Rest? Da ist der Rest. So, 96 Gold. Stimmt, wir hatten noch was hier liegen. Komm her. So, 96 Gold. 2 davon. Ein komischer Edelstein und ein Rubin. Hier. Du kannst mich mal. So, wir ignorieren jetzt diese ganze Gegend hier. Nehmen das einfach als weitere Rumpelkammer. Ja, das werden wir uns auch merken können. Und werden jetzt einfach weitermachen wie bisher. Das heißt, da könnte noch was sein, glaube ich aber nicht. Das heißt, wir gehen jetzt einfach runter. Gucken uns in der nächsten Etage um und dann ist gut. Allerdings sollten wir uns vorher neu ausrüsten. Und zwar, bist du ein gutes Kettenhemd?
glaube ja. Serviceable, ja. Und zwar werden wir nicht die Plattensachen nehmen, sondern wir werden die Kettensachen nehmen. Denn ich denke, dass Kette schon ausreichend ist und so können wir wenigstens ein bisschen mehr tragen. Also, Karte. Wir müssen einfach nur rechts an der Wand lang. Ja, Moment mal. Raus aus dem Ding, rechts an der Wand lang? Nee. Wir müssen nach Westen, wir müssen nach Norden, dann rechts an der Wand lang. Also Westen, Norden und hier rechts an der Wand lang. Genau. So, Kettenhose wieder anziehen. Kettenhemd haben wir da. Schild, Bogen bleibt hier. Bist du eine gute Keule? Ja, du bist eine gute Keule. Wir haben nur noch ein Gewicht. Weil wir auch noch recht viel anderes Rumpelzeug mitgenommen haben. Das können wir hier lassen. Und zwar Bolzen. Laute. Flasche. 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 Pilze. Komische Haken. Noch mehr Pilze. Blutegel. Viel zu viel Lampenöl. Kräuter. So, 13 Gewicht sieht doch schon mal wesentlich besser aus. Und runter. Oh, ein Helm fehlt. Stopp, 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 stopp. Wir haben nur den Plattenhelm. Ja, ist auch okay. Zack. Darauf. Da ist nichts zwischen. Okay. Runter. Schwert raus. Also, Keule raus. Da ist eine Urne. Und in der Urne war Lampenöl, Pilze und Trank drin. Mhm. Was ist mit dir? Das sieht aus wie ein rotes Schloss. Nee. Nee. Oh. Goldener Schloss ist für bräunliche Türen. Okay. Oh. Ist hier irgendwas? Oh, warte mal, da hinten. Könnten wir vielleicht hochspringen, wenn wir dieses Wasserwandeln haben? Also hier raus, da hinten. Du weg. Ilempor. Ilempor. So. Und da können wir hoch mit zurück. J. Hüpf, hüpf, hüpf. Oh. Nee, ich will schön weit hier oben bleiben. Hier könnte irgendwo was Geheimes sein. Wie das da. Ein Kettenhemd von exzellenter Qualität. Sonst noch was? Nee, da geht's auch nicht weiter. Okay, vorsichtig runter. Und eine Kiste. Abgeschlossene Kiste. Passt nicht. Passt nicht. Ich habe das Gefühl, die werden alle nicht passen. Das ist irgendeine besondere Kiste. Ja, aufbrechen will ich die auch nicht. Nee, 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 die markieren wir auf der Karte. Hier. Chest. So. Laufen wir hier einmal rum, um die Karte zu zeichnen und gucken dann, ob hier irgendwo ein Ausgang ist. Und hier ist einer mit zwei grünen Pilzen. Und einem Schild. Ich glaube, unser Schild war schon einigermaßen angeschlagen. Genau, worn. Badly worn. Ist nicht wirklich besser. Oh. Okay. Rucksack. Oh. Nein. Er hat das mitbekommen. Das tut mir leid. Ich wusste nicht, dass es deins ist. Ich bin auf der Suche nach einem Mädchen. Das Überleben alleine ist schon schwierig genug im Abyss.
Du bist eine brave Seele, dass du sowas noch versuchst. Eine brave Seele, die aus Versehen deine ganze Habseligkeit gestohlen hat. Wie überlebst du hier? Ich halte mich von allem Übel fern und fische, um mein Essen zu bekommen. Hast du einen bösen Zauberer gesehen, der eine Maid getragen hat? Nein. Du solltest mehr von Vayla lernen. Oh. Will er wohl nicht. Okay. Ja, lassen wir ihn mal. Der hieß Ordinaror oder so ähnlich. NPC. Reicht.